Yomi Badu, ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, wie ihr seht, ich bin total verschlafen, ich bin auch richtig müde. Wir haben jetzt gerade mal 6:30. Ich habe jetzt fast alle Sachen zusammen, das heißt, es ist der Großteil schon im Auto. Und ja, jetzt muss ich nur noch ein paar Sachen mit ins Auto nehmen und dann kann es losgehen, dass ich die Pferde abhole und dann geht's los zum Reitabzeichen-Lehrgang. Ich bin so gespannt. Oh, und ich glaube, ich habe die gesamte Nacht nicht geschlafen. Ich bin jetzt schon mal am Stall angekommen und habe den Anhänger auch schon mal bereitgestellt. Das heißt, jetzt heißt es nur noch Pferde aufladen und dann geht's los. Oh Gott, ich freue mich total. So, kurzes Update. Beide Jungs sind eingetütet. Und ich mache mich jetzt auf den Weg ins Auto. Eieiei. Ja, ich kam auf die gute Idee, dass Bay doch auch für die Strecke Transportgamaschen haben könnte. Bay hatte noch nie welche an. Jetzt hat er vorne welche drauf, hinten fand er doof. Aber ja gut, waren auch super artig, aber ja, es war irgendwie zu dunkel gerade. Aber jetzt ist es plötzlich hell. Ich hätte einfach eine Viertelstunde später losfahren sollen. Naja, und jetzt geht's erstmal los. Ja, ich bin jetzt schon mal angekommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Pferde erst auf dem Anhänger lasse. Ich meine, ich war hier ja schon mal, deswegen weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Juri, würdest du bitte nicht fiepsen gerade? Aber ich glaube, ich lasse die Jungs kurz auf dem Anhänger, gucke mal eben, dass ich ja erst gucke, wo genau sie dann jetzt hinkommen. Und ja, ich denke, das ist ein Plan. Ja, ich habe mir jetzt schon mal einen Überblick verschafft. Das heißt, ich lade jetzt die beiden Chaos-Ponys ab, werde die in die Boxen bringen und im Anschluss werde ich dann ja, mein Auto in den Anhänger wegparken. Und dann bin ich super gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mal sagen, ich habe echt brave Tiere. Juri dabei. Und Bailey hinter mir, sieht man ihn doch. Ja, alle drei zusammen in fremder Umgebung, gar kein Problem. Na, bist du aufgeregt? Ja, Joey hat jetzt auch eine komplette Woche gestanden. Der ist nur gestern ein bisschen in der Bodenarbeit gewesen, aber das habt ihr ja wahrscheinlich alle schon gesehen. Und der ist richtig kernig. Heute Morgen beim Fertigmachen dachte ich schon, oh Gott. Ja, oh. Deswegen ist er natürlich jetzt auch besonders aufgeregt, weil einfach viel zu viel Energie da drin steckt. Aber ja gut. Und der Bay. Ja, er lässt sich tatsächlich ein bisschen von Joe anstecken. Normalerweise ist ihm das immer völlig egal. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, wie der Ablauf ist. Und ich werde jetzt gleich Joey in Ruhe fertig machen. Dann geht es jetzt gleich nämlich schon mal in die Dressurstunde. Und ja, jetzt hole ich erstmal meine ganzen Prötteln aus dem Auto, zumindest schon mal den Dressursattel, der hängt schon mal neben mir, meine Kiste mit dem ganzen Chaos und meine Springtrense übrigens. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht. Ursprünglich war die hellbraun. Ja, da ich aber gerne die Prüfung im Springen, weil meine Ausrüstung da schwarz ist, mit komplett schwarz reiten wollte und die Dressur, weil meine Ausrüstung braun ist und komplett braun, habe ich meine Trense noch spontan schwarz gefärbt, weil das quasi das einzigst Fehlende war, was nicht ins Bild passte. Hallo Bällchen. Ja, jetzt machen wir aber erstmal den Joey fertig. Und der Joe ist fertig. Und Bay ärgert ihn schon wieder. Bailey. So, Joey ist auf jeden Fall soweit fertig. Jetzt fehlen nur noch die Gamaschen und die Trense. Und ich muss noch fegen und muss mir selber noch Stiefel anziehen. Ihr beiden Quatschköpfe, das nächste Mal mache ich diese Tür zu, damit du ihn nicht ärgerst, Bay. Das ist unmöglich. Ey, du bist auch nicht besser. So, jetzt komme ich dann auch mal wieder dazu, euch ein bisschen weiter zu erzählen, wie es bisher so gelaufen ist. Also wir haben jetzt, ich glaube, 16:30. Das heißt, für heute sind wir jetzt durch. Ich werde gleich irgendwann Bay noch machen. Da versuche ich euch auf jeden Fall mitzunehmen, weil gerade konnte ich die Kamera halt schlecht hinstellen, weil ich muss so ein bisschen gucken, dass ich jetzt über die Tage mit meinem Speicherplatz auskomme. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich euch nicht in die Dressur mitgenommen habe, weil es wäre spektakulär gewesen. Ja, Joey stand ja die Woche, wie ich euch ja schon erzählt habe, und ich habe damit gerechnet, dass er völlig eskalieren wird. Dafür kenne ich ihn ja jetzt nun mal mittlerweile auch, fremde Umgebung. In dieser Halle ist er eh immer weird. Er war ja schon zweimal hier. Das eine Mal vor, ich glaube, 2 Jahren, das andere Mal vor 4 Jahren oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, die Energie war da. Beim Aufsteigen bin ich schon damit. Habe ich schon damit gerechnet, dass er sofort auf der Stelle anfing zu steigen und sich zu drehen und zu bocken. Und
das hat sich im Rahmen gehalten. Also er hat sich auf der Hinterhand gedreht, ist kurz weggerannt, aber ich glaube, gebuckelt hat er so richtig gar nicht. Und ich konnte mir nicht so ganz vorstellen, dass es das schon gewesen ist. Natürlich war es das auch nicht. Mm-mm. Dann ging die Party erst richtig los, weil dann wollte ich durch die Ecke reiten. Und da hat er sich, also da blieb er dann stehen und war richtig auf Spannung. Und ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt mir einen Überblick verschaffen muss, wie die Halle gerade aussieht, weil es waren ja noch andere Pferde mit uns drin, weil ich ihn jetzt nicht mehr vorwärts kriegen werde. Und das Ganze halt in einem Bruchteil von Sekunden. Ne? Also sofort auf der Hinterhand gedreht, losgeschossen, dabei, er ist erst rückwärts weggerannt, hat sich dann auf der Hinterhand gedreht, ist dann bockend durch die Halle. Ich hatte mich gerade mit der Reitlehrerin unterhalten. Ich konnte auch noch kurz ihr so einen genervten Blick zuwerfen, weil ich damit gerechnet habe, dass Joey jetzt wieder diesen Scheiß macht. Und das war der Moment, wo ich dann schon ein paar Bocksprünge gesessen habe und mir so dachte, irgendwie fühlt sich das gerade komisch an. Und guckst du dann doch nach vorne, weil sie stand halt so schräg hinter mir und ich... Ja, konnte es halt ganz gut sitzen, weshalb ich auch eigentlich noch einfach weiterreden wollte. Aber dann habe ich halt festgestellt, dass mein Sattel gerade einen Abgang macht. Der war festgegurtet, aber Joey hat den Rücken so hoch gedrückt, weil er so spannig war, dass er den Sattel einfach über den Widerriss geschoben hat und der auf dem Hals war. Und er war dann natürlich noch weiter am Bocken. Und die Bocksprünge, ich weiß gar nicht, ob sie da schon weniger oder mehr wurden. Jedenfalls war er gut am Bocken. Und ich dachte so kurzzeitig, oh shit, mein Sattel war so weit vorne, dass, und er hatte den Kopf halt komplett unten, dass ich einfach irgendwie versuchen musste, mich wirklich deutlich nach hinten zu lehnen, um irgendwie oben zu bleiben und hinten zu bleiben. Und jetzt durfte auch keine unvorhergesehene Wendung noch dazu kommen oder so, sonst wäre ich weg gewesen. Und da kam er aber dann, glaube ich, kurz mit dem Hals hoch oder so. Nee, ich hatte ihn dann einmal ruckartig mit dem Zügel hochgeholt. Weil wenn er dann mal losbockt, ich lasse ihn halt meistens machen, weil diese Energie steckt da drin und wenn ich die immer wieder das Bocken unterbinde, ja, dann bleibt diese Energie drin. Deswegen lasse ich ihn dann lieber kontrollierte Bocksprünge machen, als dass er komplett austickt oder sowas. Und das hat auch gut geklappt und dann habe ich ihn halt kurz mit dem Zügel einmal hochgeholt, mich am Hals abgestoßen, einmal nochmal deutlich am Zügel gesagt, ey, und stopp jetzt, jetzt gerade Spaß vorbei, jetzt geht's schief. Und er ist halt geil, ne? Er ist geil. Er hat sofort gestanden. Das war ziemlich cool. Also da muss ich sagen, sowas muss ich Joey immer hoch anrechnen. Er macht diesen Scheiß, aber er ist total sicher dabei, weil ich ihm total trauen kann. Weil ich weiß, wenn es richtig schief geht, dann komme ich plötzlich durch. Und ja, das war echt schön. War ein cooler Moment. Hat Spaß gemacht. Dann musste ich erstmal absteigen, meinen Sattel neu hinlegen und die Gamasche wieder richtig legen, weil die beim Bocken auch untergerutscht ist ein bisschen. Und ja, er war natürlich dann heute super spannig, hat sich super festgemacht, im Genick fest des Todes, der komplette Rücken, der war ein Brett. Also der ist heute echt nicht gut gelaufen. Zum Ende hin ging es dann, zum Ende hin wurde er dann doch nochmal ein bisschen lockerer, da konnte ich dann auch gescheit zulegen und ein paar Traversalen hier und da mal fragen, Schulter rein. Und da wurde er dann auch ansatzweise weich. Ja, ich bin gespannt, wie er dann morgen drauf ist. Ja, das war schon mal der kurze Bericht, wie es dann heute in der Dressur gelaufen ist. Für uns war es jetzt heute erstmal hauptsächlich die Halle kennenlernen, weil ich sag mal, durch die A dürfte er ja eigentlich ohne Probleme kommen. Außer er macht halt diese Faxen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, mit der Halle kommen wir ganz gut klar. Er hat sich natürlich auch noch mal hier und da erschrocken oder ist vorher mal hier oder da losgeschossen. Ließ sich aber eigentlich relativ gut halten. Man musste ihn zwar ordentlich packen, aber es ging. Also ich hatte eigentlich mit weitaus Schlimmerem gerechnet. Das Einzige, was meine Erwartungshaltung, wie er sich wohl benehmen wird, was meine Erwartungshaltung erfüllt hat, war das tatsächlich dieses eine extreme Bocken. Aber er hat halt, wie gesagt, ein schönes Bocken. Er passt halt schon auf, er will mich auch da nicht runterschmeißen. Er weiß dann einfach nur nicht, wohin mit der Energie. Und das kann man ihm ja auch nicht krumm nehmen. Ja, und danach wollte er natürlich partout nicht in die Ecke. Da musste ich dann auch einmal so ein bisschen deutlicher werden und ihm sagen, ey, komm, wir gehen jetzt aber durch diese Ecke. Das geht gar nicht, dass wir jetzt da so einen Aufriss machen. Und danach ging es dann auch. Also da hat er dann kurz nochmal das Fass aufmachen müssen und dann war es super. Er ist ja schon ein Spezialist, ne? Aber dafür mag man ihn ja auch. So, jetzt habe ich euch ein bisschen zugequatscht und bin gespannt, was heute noch so kommt. Also mit Bay wollte ich gleich, wie gesagt, noch was machen. Da gucke ich einfach mal, wie gleich Hallen- oder platztechnisch Platz ist und da hoffe ich dann, dass ich euch auch mitnehmen kann. Und ja, bin gespannt, wie die nächsten Tage auch so werden und heute noch und ja.
Ich habe euch einfach mal ein paar kleine Szenen zusammengeschnitten. Hier der erste Fehlversuch des Aufsteigens. Der zweite war auch nicht so viel besser, aber na gut, immerhin war ich drauf. Bay war auf jeden Fall richtig ordentlich geladen, der hatte richtig Power und wollte richtig vorwärts gehen. Ließ sich eigentlich relativ gut bei mir behalten, er war jetzt nicht ganz so losgelassen, ist aber eigentlich ganz schön gelaufen. Ich habe jetzt auch immer mal nur kurze Zwischensequenzen genommen. Mir ist später aufgefallen, also mir war vorher schon aufgefallen, dass er ein bisschen oft schnauft. Da wusste ich noch nicht so ganz wieso und weshalb. Später ist mir aufgefallen, das Knotenhalfter war ein bisschen tief. Ja, hier haben wir dann unseren lustigen Rodeo-Galopp. Vorher hatten wir unser erstes Kurzpferd ausprobiert und es hat tatsächlich erschreckend gut funktioniert. Also er war den Tag eigentlich relativ schön an den Hilfen, auch wenn halt diese viele Energie und so ein bisschen Steine in den Weg gelegt hat. Die hatten wir dann nochmal einmal einen schönen Galopp. Aber ja, ihr wisst ja, Galopp ist noch nicht so ganz unser Thema, da basteln wir uns jetzt mal vorsichtig rein und noch ein bisschen Spaß zum Abschluss. Ich würde sagen, Bay hat das richtig gut gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht mit ihm. Er war ein Energiebündel heute. Aber gut, so mag ich ihn halt auch am liebsten. Der kleine Stumpf. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.